spannende Frau. Gefällt dir die toll. Musik? Die gefällt mir total. Auch das Mädchen gefällt mir. Sie haben gerade gesagt, der Zuschauer könnte es nicht hören. So ein bisschen so sah ich auch aus. So ein dunkler Typ einfach. Hier in dem Buch sind ja auch in Ihrer Biografie hübsche Bilder, die können wir auch gerade mal zeigen. Mit der Mütze. Genau, und dann gibt es auch so ein nettes mit einem selbstgenähten Bikini. Das habt ihr, glaube ich, in groß, liebe Kollegen. Das können wir mal gerade einblenden. In der Biografie schreiben Sie im Überschwang, so ist der Titel. Kann man so Ihr Leben beschreiben? Ist das ein Synonym oder... Ja, wobei man das nicht missverstehen darf. Ein Überschwang ist ja nicht nur, ich sehe das wie so eine Schiffsschaukel, ja. Die saust nach oben und es saust aber auch nach unten und dann wieder nach oben. Und also der Überschwang ist nicht nur hier oben, der ist auch da unten. Höhen und Tiefen, ja, ja. Hell und dunkel. Ja, ja, genau das. Was gab es mehr im Leben, wenn Sie eine Bilanz ziehen? War die Schaukel hält sich öfter oben oder unten? Das hält sich die Waage. Ich meine, ja? Wenn die oben ist, muss ja auch wieder runter. Das ist einfach so. Es hält sich schon die Waage. Sie beschreiben ja auch sehr ausführlich Ihre Kindheit in dem Buch. Die Kindheit hatte ja auch alles eigentlich. Also es gab auch richtige Tiefen. Der Bruder ist früh gestorben, der Vater, als Sie 8 waren. Sie waren im Internat, Klosterschule. Was würden Sie sagen, ist so das Prägendste aus Ihrer Kindheit, was Sie auch bis heute noch so spüren, dass das eben aus der Zeit kommt oder gekommen ist? Das war diese Kraft, die mir meine Oma gegeben hat. Dieses Bewusstsein, dass man das Leben annehmen soll, so wie es ist. Das hat mir eine unglaubliche Kraft gegeben. Ich habe mich also nicht irgendwie wundgescheuert daran, dass ich dauernd gegen irgendwas war. Ich bin dann halt ins Internat gekommen, weil mein Vater gestorben ist. Da konnte ich mich nicht dagegen wehren. Ich konnte mich auch nicht dagegen wehren, dass mein Vater gestorben ist. Ich hätte auch in Trauer versinken können, aber das habe ich durch meine Großmutter gelernt, dass das keinen Sinn hat, dass man da mitgehen muss, dass man es aushalten muss, dass man es ertragen muss. Dass es normal ist, dass ein Vater stirbt. Dass man weiterleben muss. Und die andere Kraft kommt aus dieser wilden, bayerischen Natur. Ja, und ich meine, als ich klein war, da gab es keine Erwachsenen. Die waren nur da, damit sie einem irgendwie ein Dach über dem Kopf geben konnten. Oder dass man musste abends zum Essen zu Hause sein. Aber ansonsten habe ich mich mit Erwachsenen überhaupt nicht befasst. Ich war ganz allein in diesen Wäldern und Wiesen unterwegs oder mit meinen Freundinnen oder Freunden. Ja, man hat auch noch viel mehr draußen gespielt natürlich. Es gab keinen Computer, kein Fernsehen. Gar nichts. Das war schön. Schöpfen Sie heute eigentlich noch aus dieser Kraft? Ja, diese Baumhäuser und diese Fantasien, die man da entwickelt hat. Sie sind katholisch, also nicht konfirmiert worden. Dann kennen Sie diesen Konfirmationsunterricht nicht. Viele Jugendliche machen das ja über ein Jahr lang. Jede Woche müssen sie in die Gemeinde zum Konfirmandenunterricht. Für die meisten ist es eine lästige Pflicht mit vielen langweiligen Bibelstunden, dass man sich aber auch ganz anders auf eine Konfirmation vorbereiten kann. Das beweist eine Gemeinde in Bremen. Philipp Kafsack war dabei.